Jeansjacke und sexy Pants. Der neue Stern am Show- und Schlagerhimmel, Vanessa Mai, mag es gern lässig, wenn sie nicht gerade auf einer Bühne steht oder bei Let's Dance auftritt. Beim Hamburger Musical Aladdin taucht sie einen Tag lang ein in eine orientalische Welt aus Glitzer und Glamour. Zusammen mit Jasmin-Darstellerin Myrtis Montero schaut sie hinter die Kulissen des Erfolgsmusicals. Inspirationen für eigene Shows finden sich da überall. Ich habe extrem was gegen Absätze, seit Let's Dance sind aber Mr. Absatz und ich echt Freund geworden. Dann macht Vanessa Stopp im hauseigenen Tonstudio. Hier wartet schon Richard Salvador Wolf auf sie, der den Straßenjungen Aladdin Gesicht und Stimme verleiht. Gemeinsam singen sie den Song In meiner Welt und Vanessa hat Aladdin einen Moment lang ganz für sich allein. Voll ein schönes Gefühl, mal eine ganz andere Welt abzutauchen. Das ist echt toll und es ist eine ganz andere Art zum Singen. Wie eine Prinzessin zu singen ist eine Sache, selbst eine zu sein eine ganz andere. Ja, also die Verwandlung ist schon, das ist schon was ganz Besonderes, weil mich ja privat oder auch so auf der Bühne echt mit wenig Shishi und Glitzer und sowas, das ist echt nicht so mein Fall. Aber das heute mal auszuprobieren und das mal ausleben zu dürfen, so ein bisschen Tussi, ein bisschen Mädchen steckt ja in jeder Frau. Bin echt gespannt, wie das nachher so aussieht. Haare, Maske und das richtige Kostüm machen aus der Sängerin Vanessa Mai eine waschechte Prinzessin aus dem Morgenland. Und der Genie befördert Vanessa dann dorthin, wo sie sich am wohlsten fühlt. Direkt auf die Bühne. Da sind wir! Ha? Das Gold, die Bälle, die Blaskapelle, das alles ist nur für sie. Mach Platz für Prinz. Prinz Ali. Die Leute sind so cool. Also das ist auch wie bei uns halt. Ich habe ja meine Tänzer und meine Band und die sind alle einfach, das sind alles tolle Menschen. Und ich glaube, so in diesem Genre sind alle so ein bisschen verrückt. Und das sind die hier auch und das ist cool.